Der Concorde Cruiser in der Diamond Series. Viel drin für wenig Geld. Einfach ein Preis-Leistungssieger. Den schauen wir uns jetzt mal an. Auch hier muss man nochmal korrektiv sagen, viel drin für wenig Geld ist relativ, Preis-Leistungssieger auch. Also wer sich ein bisschen auskennt, weil die Leute immer schreien hier, das Ding zum Aldi-Preis und so weiter und so fort. Wir sind hier auf der Liner-Klasse, absolute Liner-Klasse, Alkoven. Es ist ein Concorde. Allein die Marke bringt natürlich Wertstabilität. Also du hast hier ein Fahrzeug, wenn du hier sämtliche Aufkleber abziehst, das haben wir gemacht, ja, dann ist das Fahrzeug eigentlich nur noch halb so viel wert, weil es ein echter Concorde ist. Also die Marke ist hier Programm. Auch gerade diese Sondermodelle. Ich bin immer wieder wahnsinnig überrascht, wenn wir die verkaufen. Dann entwickelt sich so 2-3 Jahre später ein Markt dafür, für diese Gebrauchtfahrzeuge. Und ich finde es immer irre, für welche horrenden Preise denn wieder weggehen. Das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, liegt jetzt bei knapp 360.000 Euro und hat als Sondermodell einen Preisvorteil von knapp 50.000 Euro, also würde über 400.000 kosten. Fahr dir mal 2-3 Jahre und dann wirst du überrascht sein, was man dafür noch bekommt. Can, wie gefällt dir denn diese Anordnung der Farben? Sehr schön. Also ich finde es immer schön, wenn das vordere Fahrhaus ein bisschen abgesetzt ist, aber auch allein, weil es das Ganze irgendwie ein bisschen sportlicher macht. Ja, das große Chassis, oder? Wir haben jetzt ein 70C-Chassis, also Zuladung ohne Ende. Auch hier wird das mit Sicherheit so um eine Tonne Zuladung sein, trotz der üppigen Ausstattung. Und ich finde es auch gut, dass die Farbe auch mit dem Außendekor aufgenommen wurde. Das ist schön. Ja, hier vorne hast du Klappen. Das ist eine Besonderheit. Can, mach mal hier so eine Klappe auf, bitte. Musst du ja draufdrücken. Ja, mittig, noch einen Ticken höher, 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 da. In der Mitte. Genau, mittig. Mach mal dran. Ach, echt? Also es ist leicht, der Peilstab ist hier in der Mitte, guck mal da. Mach nochmal zu, ja. Also das wirst du mal zeigen. So, und jetzt? Genau, etwas fester andrücken. Wie hast du das gemacht? Das ist Magic. Ich habe einen Chip implantiert und nein, das mit, geht auch nur bei diesem Auto. Mit dem Finger draufdrücken. Richtig draufdrücken mit den Fingern. Leute? Mhm. Richtig doll. Man muss sagen, die Can selber ich zeig noch mal. Hat kein Leben in den Händen. Das ist. Du mich? Mach nochmal. Bitte. Ja! Okay. Nochmal zu? Nein. Ja, doch. Mal zu, nochmal auf. Die Lernkurve ist hoch. Yes. Das war easy, oder? Ja, jetzt weiß es natürlich jeder und jetzt müssen wir uns wieder einen anderen Punkt suchen, um dann das nächste Jahr genauso wieder machen zu können. Die bleiben übrigens stehen und es ist immer genau die Stelle. Also es ist wirklich total easy. Das Schöne hier an dem System ist das Doppelbodenkonzept. Also du hast einen Wärme-Klimaspeicher-Doppelboden. Also ich packe da immer gerne die Skistiefel rein oder Wanderstiefel und was weiß ich nicht alles, weil es ist natürlich schön geheizt. Das heißt, wenn ich dann die Schuhe raushole, ich sag mal, es gibt nichts Schlimmeres als einen richtig kalten Skistiefel. Da bin ich ja gar kein Freund von. Echt? Bist du so ein bisschen warmduschmäßig? Can nicht, denn Can badet tatsächlich bei 3 Grad kaltem Wasser bis zu 10 Minuten. Nicht ja, im See. Im See? Du schwimmst im See? Nee, das würde ich nicht überleben. Bewegung ist schlecht. Warum? Weil es dann kälter wird. Okay, das heißt, du gehst aber in den See rein für bis zu 10 Minuten? Ja, aber nicht bei 3 Grad. Sondern bei 6 Grad? 3 bis 5 Minuten. 3 bis 5 Minuten. Ja. Und bei 6 Grad? Bei 6 Grad können es dann auch schon mal 10 Minuten sein, ja. Okay, ist das ist am Anfang doof? Jo. komm, wir gehen mal weiter. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben schon gezeigt. Preisvorteil, hast leicht übertrieben, 40.000 Euro und 205. Kann man aber noch steigern. Und hier 357.000 und 550 Euro. Das Ganze auf der magischen 7,49 Tonnenklasse. Und ich glaube, Concorde baut 80% aller Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen. Das ist also eine Klasse, da haben sie sich drauf spezialisiert. Der Vorteil ist, du darfst 100 km/h fahren, auch in Deutschland. Ja, also ob das dann wirklich bei 100 km/h bleibt, das mal dahingestellt. Aber die 7,5 Tonnen haben mehrere Vorteile, das ist auch die große Zuladung. Ich habe jetzt bei dem Fahrzeug jetzt hier, genauso wie er ausgestellt ist, 1,4 Tonnen Zuladung. Das heißt, wenn ich einen Motorroller mitnehme, wenn ich dann noch Wasser voll mache, spielt alles keine Rolle. Und gleichzeitig fährst du halt auch noch ein Fahrzeug, was sich gut handeln lässt. Wir haben natürlich auch die große Liner-Klasse bei uns, gibt es genauso. Wobei das da meistens eher so um Pkw-Garagen und ja, Mitnehmen von Quatsch und so weiter geht. Die Rundsitzgruppe. Und wenn die Can gleich reinkommt, du wirst ein Déjà-vu kriegen.
Das ist nämlich unsere. Unser Grundriss, ja. Das ist, ich denke ja, plus minus. Nicht ganz, ein Ticken länger. Ja. Der Ticken ist, länger. Genau. Das ist nämlich der 98 RRL. Das Besondere ist, auch da nochmal ganz kurz erwähnt, es gab ja damals eine Ausschreibung bei Concord, eine Kreativausschreibung. Und wir als Firma Reimers haben diesen Grundriss vorgestellt. Der wurde dann gebaut, wir haben die Ausschreibung gewonnen. Und euer Fahrzeug ist ja ein RL mit der normalen Sitzgruppe. Auch Reimers. Nee, das nicht. Das ist eine Rundsitzgruppe mit Längseinzelbetten. Der RRL ist die Reimers Rundsitzgruppe mit Längseinzelbetten. Also insofern. Echt? Du willst mich jetzt hier veräppeln? Nee, das war da tatsächlich, haben die das damals gesagt, wir haben da einen Buchstaben mehr rangesetzt und dann, ja, sind wir auch sehr stolz drauf. Das heißt, du hast ihn mitentwickelt hier? Mein Vater, aber ich bin ja eigentlich nur die billige Kopie insofern. Das stimmt. Jetzt ist eine Weiterentwicklung. Sag mal, ist der auch erhältlich hier, der Teppich, der Flauschi? Der ist tatsächlich erhältlich und ist auch neu. Wir hatten vorher einen anderen Teppich. Ja, der war grau. Ja, und der ist so ein bisschen mehr Hochflor. Schick. Schick. Wir haben den anderen, den Niederflor. Der funktioniert zwar auch, aber das Coole ist, hast du mal einen Teppich, kannst du jederzeit einen neuen machen. Warum? Weil die dann komplett ausgemessen sind, die Fahrzeuge. Die werden nämlich am Ende der Produktion komplett immer neu vermessen. Komm mal mit. Und Can, jetzt komm mal rein. Und er ist vollkommen identisch mit unserem. Nein. Mach mir die Tür zu, bitte, lieber Luca. Du musst das Déjà-vu. Es gibt kein Déjà-vu, weil das ein komplett anderes Auto ist. Der ist schon schick. Unserer ist auch schick. Der ist mega. Also man merkt, dass man auf einen Meter mehr Länge wirklich unglaublich viel realisieren kann, weil die Sitzgruppe ist ja, die ist ja so gigantisch. Man kriegt ja schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn man nur da zu zweit sitzt. Ja, ist riesig. Ich habe dafür einen Allrad. Ja, den kriegen wir bei der Länge nicht mehr. Den gibt's auch gar nicht mehr. Also es wurde im Moment ein bisschen eingestellt, aber nicht, weil er schlecht war, sondern leider, weil die Basisfahrzeuge unzuverlässig verfügbar waren. Es gab immer nur ein, zwei Stück im Jahr. Also das war ein Riesenproblem und da mussten wir natürlich auch irgendwo reagieren. Und die Alternative, auf den Sprinter zu gehen, wäre von der Tonnage nicht vernünftig gewesen. Also was neu ist, ist diese Wand. Also das muss man sagen, eine Möbelwand wie zu Hause. Sie ist nicht sehr tief. Aber sie wirkt so wohnlich, als ob es kein Reisemobil ist. Das ist so eine Mediawand, könnte man fast schon dazu sagen. In der Mitte haben wir jetzt den großen Fernseher, 32 Zoll, links, rechts das Soundsystem. Und ich bekomme halt die ganzen Fernbedienungen super unter. Es ist halt wirklich einfach eine wunderschöne Lösung, um die flache Wand dann zu verkleiden. Dann auch hier dieses preiswerte Leder, was hier verwendet wurde. Ist das schon echt, oder? Das ist echt Leder, ja. Das ist echt Leder. Boah, ist der schick. Der ist ja... Also die einzige Frage, die ich jetzt hätte, ist, warum hast du nicht den genommen? Warum heißt du Papa? Nein. Das singt mein Sohn immer. Ja, keine Ahnung warum. Liegt aber daran, ich wollte unbedingt ein Allrad haben. Also es war, macht ja auch nichts. Man kann sich ja, das Coole ist ja bei Concord, du kannst ja das Zeug wieder verkaufen, kannst es bei dir in Zahlung geben, kannst einen anderen holen. Und je nachdem, sie werden jedes Jahr teurer, was eigentlich auch ganz witzig ist, ja, dass der alte eigentlich kaum an Wert verliert. Im Moment ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber du machst nicht so viel Geld kaputt, wenn du die Entscheidung falsch machst, ja. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man alle Einbauten, die man nachrüsten lässt, beim Fachhandel machen lässt, mit einer Original, zum Beispiel Reimers-Rechnung. Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil man darf immer nicht vergessen, wir sind in einer sehr hohen Preisklasse und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Kunde ein Fahrzeug anschaut und da alles Mögliche verbastelt ist, würde man einen PKW ja auch nicht akzeptieren, eine S-Klasse, und baut sich erstmal ein Navi oben aufs Armaturenbrett drauf. Man muss schon zusehen, dass die Einbauten immer hohe Qualität haben, dass man saubere und vielleicht auch mal eine etwas teure Komponente verwendet, weil das kann sich beim Wiederverkauf wirklich rächen. Wir haben nämlich tatsächlich ein paar Sachen nachgerüstet, die Waschmaschinen nachgerüstet. Alles in Erstausrüsterqualität. Die haben sogar das Original Holz genommen bei Reimers. Also, weil sie es eben haben. So, ich setze mich mal hier in die Ecke rein und da muss man ja nun wirklich sagen, diese Bank hier, bitte Can in die Ecke, diese Bank hier hat so viel Beinfreiheit, dass also selbst 2 Meter Leute hier sich lümmelnd Fernsehen reinziehen können. Ja, es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ich kann den Tisch auch noch schön vergrößern, dann kann ich hier schon ein richtiges Menü servieren. Ich kann hier Karten spielen, ich kann Big Sofa draus machen, wenn ich einen absenkbaren Tisch mitbestelle. Die Sitzgruppe ist einfach super nutzbar. Das Coole ist dieses Understatement. Von außen würdest du niemals vermuten, was hier drinnen für ein Luxus ist. Ja, und das ist gerade das Besondere. Wir haben ja draußen trotzdem ein sehr schickes Fahrzeug. Dadurch, dass wir die Farben und so weiter vom Fahrerhaus abgesetzt haben und trotzdem ist es halt kein gigantischer 12-Meter-Liner. Wenn ich hier drin bin, habe ich aber das Gefühl, ich wäre im 12-Meter-Liner.
So, jetzt hast du hier einen 32 Zoll. Dann hast du oben ein Jena Soundsystem, Stereo auf beiden. Also es ist wirklich, komm, wir müssen hier raus. Ich mag dich schon gar nicht mehr. Dass du mir das Auto jetzt noch gezeigt hast. Die Küche ist größer. Die ist so schön. Die ist so schön. Also ich mag ja unser Auto. Der Vorteil ist, wir sind knapp 8,5 Meter. Hier sind wir auf 8 Meter. 8,99 Meter. Ja, es ist ein Meter länger. Der wird denn unfahrbar, Jan. Nee, stimmt gar nicht. Besonders schön ist aber auch das Designelement, was hier immer noch mit einem... Was denn das hier? Das Runde? Ja, finde ich sehr schick. Warum? Einfach nur so. Ich kann es ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt noch begründen müsste... Also sieht auch insofern ganz gut aus, wenn ich da jetzt noch eine Kaffeemaschine reinbringe, so eine kleine Siebträger, dann habe ich da noch mal ein bisschen Kaffee-Equipment mit drin. Das ist halt wie so eine kleine Kaffeebar im Hotel, finde ich immer. Das geht gar nicht. Und dann so klein und dezent. Und unten natürlich der Alkohol, der natürlich nicht getrunken wird. Wasserflaschen, dankeschön. Ja, ja. Auch die Garderobe ist viel größer als bei uns. Also das ist der eine Meter mehr, der ist ja gut. Muss mal sagen, wir haben ja auch ein extremes Schlechtwegefahrzeug. Das hat schon einen Überhang. Und wenn es noch einen Meter länger wäre, wäre der Überhang noch länger. Ach, echt jetzt? Echt jetzt? Können wir wieder gehen? Wir brauchen ja auch Argumente, um dieses wunderschöne Fahrzeug zu verkaufen. Und deswegen haben wir ein bisschen zu viel Argumente genommen als zu wenig. Also es ist echt ein tolles Fahrzeug. Der einzige Nachteil ist, dass man die Abdeckung von der Spüle, die fliegen immer rum. Und das ist sehr doof, weil man, das ist bei uns auch so. Also man hat die denn so, die liegen dann da rum und so, ne? Genau. Ach so. Hm. Die kann man da reinmachen. Ja. Das haben wir nicht. Nee. Wir haben zwar die gleiche Abdeckung, aber... Die sind auch ziemlich stabil. Hm. Also finde ich sehr praktisch. Sind es hier Gurtplätze eigentlich? Ja, wir haben eine 4-Personen-Zulassung im Fahrzeug. Eine 4-Personen? Genau, und hier haben wir noch die Kopfstützen, werden hier eingesteckt. Mhm. Guck mal, man kann... Ich müsste anfangen, ihn zu filmen. Man kann sogar durchgucken hier. Schau mal. Könnt ihr euch mal hinten reinsetzen in die Bank? Ich brauche mal... natürlich die Kaffeemaschine in die Ecke zu machen. Das gibt es ja auch ein kleines Board dann dafür, also für die kleine Kapselmaschine. Gibt es genauso. Könnt ihr euch mal ganz hinten auf die Bank setzen, beide? Da mache ich mal gerade ein Foto von euch, das diesen großen Innenraum einfach mal zeigt. Also wenn ihr euch selber sehen könntet, das ist schon, also man hat das Gefühl, man ist in einer Turnhalle gerade, also von der Größe her. Aber auch das Platzverhältnis dadurch, dass hier diese Schrankwand so dünn ist. Du denkst, du hast eine Schrankwand, es fühlt sich an wie in einem 2,50 Meter Auto. Aber du hast trotzdem noch so etwas Stauräume, also wenn ich die mal unten öffne, das ist auch kein verschenkter Platz, also du kannst immer noch Sachen unterbringen, ne, was Flacheres. Ich habe da zum Beispiel so einen kleinen iPad-Halter eingebaut, mein iPad kommt da mal unten rein und dann habe ich das immer passende Sitzgruppe. Du hast den also? Wir wechseln natürlich immer ein bisschen hin und her. Ist ja klar. Die schönsten Autos müssen wir immer verkaufen, das ist ja immer unser Problem und dadurch ist das natürlich immer so eine gewisse Seltenheit. Also wenn ihr Understatement wollt, ist hier noch Platz eigentlich unter der Bank? Ist da noch Stau? Ja, dafür können wir die Polster mal wegnehmen. So, da kann man so die Sachen reinmachen, die man nicht jeden Tag braucht. Und die Polster haben einen Klettverschluss. Einmal gehen den weg. Und wenn man die wegmacht, das ist ganz interessant, das haben wir gemacht, kann man direkt auf der Bank schon schlafen. Das heißt, du brauchst... Ungemütlich, beim Sitzen. Ja, das stimmt, aber... Guck mal hier, also das ist Stauraum, da macht man die Sachen rein, die du nicht jeden Tag brauchst, wenn du zum Beispiel von Sommer auf Winter wechselst und so. Oder das Bargeld geht auch, dann findet es ja nicht direkt insofern. Toll, jetzt haben wir es gezeigt. Aber was ganz Schönes, zeigen wir gerade nochmal, wo wir jetzt dabei sind. Jan, wenn du hinten die Polster trotzdem mal wegnimmst, auf der Seite hier, schau mal. Nimm mal gerade alle Polster weg und dann passiert was Wunderbares und du mal gerade diesen Tisch ein bisschen zu dir schiebst, Luca. Das kennen wir mittlerweile. Ja. Auch ausräumen hier. Genau. Ganzen Polster. Also da kann man auch mal die schöne große Ablagefläche benutzen. So, und jetzt hat man nämlich Folgendes. Jan, genau. Wenn du dich jetzt einfach mal drauflegst. Schuhe aus. Oh, ich brauche schon mit Reißverschluss. So, und jetzt dich mal hinlegst. Richtig hinlegst. Also komplett hinlegst, dann... Du kannst es komplett als tatsächlich Schlafwiese nehmen. Wenn man eben nicht wirklich jetzt nachmittags zum Beispiel sich nochmal kurz hinlegen möchte, dann packst du ein paar Polster weg, schmeißt dich hier hin, störst Nicht nur das, Enkelkinder können hier schlafen. Ja,
und das ohne, dass wir den Tisch umgebaut haben. Das geht ja trotzdem immer noch, dass ich den Tisch absenkbar bestelle, dann mache ich den rund, dann hast du ja eine riesen Liege. Du kannst ja Nickerchen machen, sogar zwei Leute können das. Und die Breite ist so breit, dass man nicht runterfällt, wenn du dich gerade nochmal drauflegst, gerade mal. Also ist auch so bequem, dass man sogar ohne Topper drauf schlafen kann. Ja, die haben tatsächlich noch so eine Viskose drin beim Leder und dadurch ist es dann besonders breit. Bitte mal schräg legen, quer, längs, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. So, und das wäre jetzt so die praktisch die Position des Nickerchens. Ist das und so deine Schlafposition, wie du gerne schläfst? Oder? Ja, also. Oder bist du eher der Bauchlieger? Nee, bei mir ist praktisch links und rechts, bis der Arm abstirbt. Ja. Der Arm abstirbt auch nicht schlecht. Aber das ist ja hoffentlich nicht der Kameraarm. Ne? So, und jetzt haben wir es schön auseinandergebaut. Aber viele Leute lassen das sogar zu Hause. Also haben die eine Wand nicht umgebaut und so weiter. Aber das sieht man hier. Also man kann es auch richtig schön zerstören. Man kann auch, wenn man ganz viel Sachen rumliegen lässt, das sehr unordentlich wirken lassen. Bei den Neufahrzeugen liegt natürlich nichts rum. Da sind auch solche Concorde-Kissen hinten da reingefaltet. Siehst du das mit dem Logo? Das ist auch komplett unabsichtlich natürlich so rausgefallen, dass das Logo gerade sichtbar ist. Warte, ich zeig das mal. Zufällig haben das einfach nur so reingeschmissen und genauso ist das Logo. Das ist aber Zufall. Also ich würde mal sagen, dein Auto ist ja fast im gleichen Zustand. Insofern... Naja, so, ja, also viel Platz. Hier könnte eine Fischer & Paykel Spülmaschine rein, wird auch schon mal gerne genommen, oder? Ja, wir haben hier normalerweise die Klarsteinabwerk drin. Wenn man Fischer & Paykel möchte, würde dann das rechte Fach verkürzt werden, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. So, Dometic Tower mit Backofen und Grillkombi, Mikrowellen-Grillkombi hier oben drin, ganz praktisch, das Ganze wirklich schick eingepasst und wir gehen jetzt mal in das Bad und das ist leider ein bisschen kleiner wie das Bad, was wir haben. Ich glaube, sie glaubt es ja nicht. Echt nicht? Sie, also hat gerade mit dem Kopf geschüttelt. Glaube ich ihm gar nicht. Geh mal rein. Das ist viel kleiner. Es ist viel größer. Also das Waschbecken ist dasselbe, von der Größe her plus minus, aber viel tiefer. Ja, wir haben hier auch noch den riesen Seitenschrank. Also das macht das Bad ja so besonders. Deswegen ist auch hier tatsächlich diese Einbuchtung. Das heißt, wenn ich den Schrank öffne, habe ich da noch einen komplett riesen Ankleideschrank. Also ich verstehe nicht, was du falsch gemacht hast. Wieso? Ich habe alles richtig gemacht. Der Weg falsch eingeschlagen. Der Grundriss ist super, den ich habe. Das ist nur, wo ich den Weg... Er ist toll, aber man hat halt ein bisschen weniger... Was ich besonders gut finde, ist, dass man den Kleiderschrank tatsächlich auch im Bad hat. Weil sonst hat man halt immer die Bredouille, dass man dann... Die Unterhosen. Tochter und Vater, genau, da muss man immer gucken. Also, wir können dann natürlich auch immer Abhilfe verschaffen. Wir können natürlich auch für jedes Elternmitglied ein Fahrzeug liefern. Also wer da natürlich auch Interesse daran hat, das kriegt man. Achso, da fahren wir zusammen. Sie fährt vor. Ja, genau. Einer fährt vor, der andere hinterher. Die Dusche, die ist auch wesentlich kleiner als unsere. Ja. Auch die ist größer. Geh ruhig mal rein, so, dass wir das mal sehen. Und hier sieht man auch, die Höhe ist ungefähr die gleiche. Also das ist, wir sind ja... Also es ist insgesamt ein tolles Konzept. Der Alkoven wiederum ist vollkommen identisch. Also da ist jetzt endlich mal kein Unterschied, bis auf diese schönen Kopfstützen, die gemein sind. Siehst du die? Ob die dann so zweckmäßig sind, sei mal dahingestellt, aber sie sehen zumindest mal gut aus. Das Schönste ist ja, dass ich mich nicht mehr ins Bett legen muss, seitdem ich jetzt unterstütze. Hallo Can. Sagst du das? Er hätte es gar nicht gemacht. Ich habe mir gerade die Schuhe angezogen. Can, ab ins Bett. Und da sieht man sehr schön, das ist unsere Schmutzwäschekiste unten die. Unten, lieber Nico. Denn die hat was Besonderes. Die Luca, geht noch, aber passt. Luca. Die geht nämlich noch nach hinten durch. Ja. Also das ist, warte, ich zeig mal hier unten. Ja, und da kommt die Schmutzwäsche rein. Hier oben kannst du auch noch jede Menge Sachen reinmachen. Und die kann man ganz einfach zur Seite schieben. Mach mal bitte. Ja, und wenn wir links den Hebel dafür. Vorsicht. So, und was gerade so. Dann ist es komplett integriert. Und das Schöne ist, es ist halt auch direkt verschlossen. Ich habe zwei Pushlocks, die schließe ich ab, damit ist die Sache erledigt. So, und das hier kennst du. Das kenne ich. Das sieht genauso aus, würde ich sagen. Das ist ausnahmsweise mal identisch. Und wenn man dann auch die Treppe geschlossen hat, hat man hier natürlich nochmal einen Kleiderschrank. Mhm. Genau. Ja, du hast gesagt, das helle Holz sieht aus wie Ikea. Was hast du in der Analogie verwendet? Ikea. Kannst ruhig sagen. Hast du morgen gesagt. Das habe ich Aber das ist ein kleiner Pixi-Paxi. Pixi-Paxi-Schrank, das wäre so günstig. Aber das Holz hier ist ein bisschen anders, oder? Das ist schon sehr schick. Das ist schon sehr schick. Wir haben ja auch viele Auswahlmöglichkeiten, also insofern braucht da auch keine Angst haben, dass er nicht auf den Geschmack kommt. Wir haben dunkles Holz, wir haben jetzt dieses Pixi-Paxi-Holz. Nein, das ist nicht das hier. Das war das andere, ich habe das Serienholz genommen, was ich persönlich total toll finde, nämlich das Ebano Silber. Aber die Jan findet das schön, genau. Aber ich finde auch das hier sehr
Aber es kommt insofern ganz gut an, weil wir hatten eine sehr lange Zeit sehr dunkles Holz. Die Leute wollen aber auch teilweise nicht zu helles Holz haben. Wir haben ja Moretini-Birne teilweise auch gehabt. Das hast du, glaube ich, in deinem Fahrzeug. Und das ist jetzt hier wirklich die schicke Zwischenvariante. Es ist schön geräumig, ja, und gleichzeitig sieht es halt hochwertig aus. Und es ist nicht zu dunkel im Kontrast mit dem Creme-Weiß. Ich glaube, wir haben das mit der Farbe retten können, oder? Ja. Naja, hier vorne ist noch ein Riesenschrank. Bitte mal öffnen, Jan. Den haben wir schon geöffnet. Mach nochmal auf. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist ein Riesenschrank, da passen übrigens original Euroboxen rein. Habe ich schon ausprobiert. Und auf der Seite hast du denn zwei große Schubläden. Das ist das Einzige, was wirklich gleich ist mit uns. Das ist wirklich schlimm. Also ich weiß ja, wie deine Schublade aussieht, also insofern. Ja, ja, ich hast weiß. Hast du schon gesehen. Ja. Da ist das ganze Elektromaterial drin. Der musste eine leer machen für mich. So, dann fahr doch der Can gerade nochmal. Und hier übrigens auch hier die Sitze beledert. Also das ist schon wirklich schick gemacht. Das ist auch nicht Serie, hier belederte Sitze im gleichen Leder. Normalerweise kommen die in Stoff. Das Leder ist aber wirklich tatsächlich weicher. Also wie Janne schon sagte, was hinten weicher ist, ist ja hier vorne auch weicher, weil wir da auch so eine Viskoseeinlage haben. So, du warst mal im Turnverein. Raus hier und wir schauen uns noch ein paar andere Fahrzeuge an. Wir sind auf der CMT in Stuttgart zusammen mit Luca Reimers. Hier ins Mastervolt-Anlage drin. Das ist ja mittlerweile Standard hier und tolles Preis-Leistungs-Angebot. Welch ein bisschen auskennt, ist immer noch viel Schotter, aber du hast vom Preis-Leistungs-Angebot hier einen richtigen Concorde. Understatement, also vorne hier so ein bisschen, weißt du schon, unglaublich edel, aber eben nicht so dieses Liner-Kopftriebwerk, also eher so für sportlichere Leute, oder? Also zum einen sieht es einfach schicker aus, aber es ist auch mal was anderes. Ich finde es auch mal schön, dass man mal was wagt und ist bei den Kunden super angekommen. Und was ich finde auch noch ganz wichtig erwähnt werden muss, wir haben jetzt bei dem Sondermodell jetzt hier die schnelle Verfügbarkeit, weil wir die wirklich alle durchgängig gebaut haben. Das heißt, wer sich für so ein Fahrzeug interessiert, der kann so ein Fahrzeug wirklich für Februar, März schon in den Urlaub starten. Februar, März diesen Jahres, 2024. 2024, also der würde einmal noch gecheckt werden und dann ist der nächste Urlaub tatsächlich in dem Fahrzeug. So, das Auto könnt ihr kaufen bei jedem Concorde-Händler in Deutschland oder bei der Firma Reimers. Ein bisschen was muss ich ja von dir zeigen, wenn du dir schon die ganze Zeit hier um die Ohren schließt, denn wir nehmen uns ja immer einen Händler raus, der uns die Autos zeigt, plus drehen wir noch mit dem Werk zusammen, weil solche Autos, muss man einfach zeigen, es sind fahrende Minihäuser, muss man schon sagen. Da ist alles drin, was du brauchst, von der Dusche, über Elektro, über Waschmaschine, wenn man das will. Also alles ist eingebaut, damit man eben reisend Urlaub machen kann, wo man will, jeden Tag woanders. Sogar dem Wetterbericht folgend. Das machen auch viele Leute. Gucken sich das an. Wird das Wetter in den nächsten 5 Tagen an der Toskana? Da fahren wir doch dahin. Und dann geht es auf die große Reise. Das Gute ist halt, ich habe immer diese Flexibilität. Und das ist ja das, was das Reisen wieder ausmacht. Egal welcher Größe, ob ich mit dem Hümer unterwegs bin oder an der Concorde. Das ist tatsächlich. Schauen wir mal ganz kurz. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Sei gegrüßt. Ist das schön hier? Ich zeig mal gerade. Du bist jetzt kein Mitarbeiter von Morello. Doch, doch. Doch, oder? Nein, ich bin kein Mitarbeiter. Du bist User, oder? Genau, exakt. Was hast du für ein Auto? Ein Morello. Was ist das Schöne am Morello, jetzt mal ehrlich? Ist es diese Clubmitgliedschaft? Es ist willkommen daheim. So, jetzt mal eine Frage. Was machst du denn hier auf dem Concorde-Stand? Ich schaue mir die schönen Fahrzeuge von Concorde auch an. es soll ja, also ich sag mal, die sind ja auch kompatibel untereinander, muss man schon sagen. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt von Morello irgendeinen Concorde-Fahrer seht, das ist schon eine Liga, oder? Oder? Ja. Ist es denn so, dass du dann praktisch Pfeil und Bogen rausnimmst und guckst, ob du die Fahrertür triffst? Nein, nein, um Gottes Willen. Alles gut. Das ist alles nett, oder? Alles schick. Sind die auch schick hier, die Concorde? Ja, die sind auch sehr schick, ja klar. Muss man schon sagen, ja. Luca, vielen, vielen Dank. Ja. Und das siehst du schon, also die sind ja auch nebeneinander, sind auch tatsächlich auch räumlich sehr ähnlich angeordnet. Man muss aber auch sagen, Concorde noch eine kleine Ecke exklusiver, bauen nicht ganz so viele Autos. Also der Hintergrund ist, dass die ja gesagt haben, die wollen halt diese Individualität und so weiter so weit nach vorne treiben wie möglich. Und ich finde, das ist Concorde in den letzten Jahren unglaublich gut gelungen. Wenn man sich anschaut, das Portfolio von den Alkoven, die sie seit vielen Jahren haben, zu den großen Linern. Also wir finden ja wirklich für jeden Kunden das passende Fahrzeug und sind auch einfach absolute Hingucker. So, und das ist der, den wir jetzt kriegen. Wir kriegen einen 910 Li und die Can ist schon ganz heiß drauf, denn sie sagt, da ist all das drin, was ich brauche. Obwohl, wo ich jetzt den gesehen habe, muss ich schon sagen, der ist schon eine heiße Nummer. Ja, der ist aber auch nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, dann ab zu Reimers und sich den Cruiser sichern und weiß ja nicht, wo ihr den Charisma herbt, aber nicht von uns. Egal. Tschüss.